Der dritte Testflug der Megarakete Starship von SpaceX ist gescheitert. Das US-Raumfahrtunternehmen meldete den Verlust der Rakete. Sie hob erfolgreich vom SpaceX-Weltraumbahnhof im US-Bundesstaat Texas ab und erreichte den Weltraum. Beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre wurde sie jedoch zerstört. Im vergangenen Jahr scheiterten bereits die ersten zwei Testflüge der größten jemals gebauten Rakete. Die früheren Raketen explodierten kurz nach dem Start.